So, Freunde, heute gibt es PvP-Action in Dragon Ball Legends und zwar war ich dabei, eben weitere Missionen von dem Zenkai Great Ape Vegeta freizuschalten durch PvP-Missionen. Dabei haben wir halt auch gerankt mit einem aktuellen Team, das ich spiele und die Kämpfe waren halt wirklich richtig geil. Deswegen möchte ich euch diese nicht vorenthalten und wünsche euch mit dem Team viel Spaß. Nicht morgen Game of the Year, sondern, also ja, theoretisch, also Freitag 1:30 Uhr. Donnerstag auf Freitag halt. Eigentlich hätte ich Bock, da live zu kommen nachts. Das einfach entspannt zu gucken. Würde aber halt von 1:30 Uhr bis 3 Stunden lang gehen. Boah, das wird schon lang gehen. Und, Problem wäre halt, dass es an einem Freitag ist. Und nicht an einem Wochenende. Also Samstag oder Sonntag. Sondern von Donnerstag auf Freitag. Ja, eben, da haben wir viele Schule und so. Ich weiß nicht, ich mach's spontan. Wenn ich Bock hab, komm ich, wenn nicht, dann nicht. Alter, einfach vertippt. Gib ihm. Boom. Komm her, komm her, komm her, Junge, komm her. Hat der Freezer Super Denkwechsel gegen Schlagangriff oder so? Oder Fernangriff? Das wäre eigentlich gut zu wissen. 17 hat gegen Fernangriff, das weiß ich. Gegen Schlag? Dankeschön, Leute. Boah, das habe ich total vergessen an ihm. Ich war gerade überrascht. So, ich habe ja gar nichts mehr. Keine Karten, nichts. Nicht gut. Gut Damage gemacht. Oh, wow, wow. Jetzt, guck mal, jetzt weiß ich, er kann für 10 Zeiteinheiten keinen Rising Rush einsetzen. Das ist am Arsch. Aber einfach stehen. Was ist Great Ape sein alternativer Skin? Weiß das jemand? Wie das aussieht? Keine Ahnung. Dann nehmen wir Slach als brutal. Great Ape Vegeta ist alternativer Skin. Das würde mich interessieren, wie der aussieht. Bläulich Bock 0. Echt? Schade. Hätten die seinem OG-Skin gegeben, wäre es cool. Aber das heißt OG, sondern so wie man ihn zum ersten Mal in Anime gesehen hat mit den falschen Farben, das meine ich. Dunkelgrau. Der ist schwarz mit weiß, sieht geil aus. Hä, wie jetzt? Warte, ich schau einfach mal. Wir holen das mal füllen. Rüstung blau und Rest schwarz. Imagine mit SpongeBob-Stimme.
Das wär's. Das ist eigentlich so krass, dass Janemba ohne ein einziges Wort zu sagen ein so geiler Charakter ist. Safe. Wann glaubst du, Legends fängt mit Heroes an? Heroes wären Legends richtig geil. Wo Godly Quip, Monkey Power mit Gleam. Aber Godly Quip ist nur Flex, oder? Ein hat der, das reicht doch, oder? Da, nein, nein. Ja, das reicht. Oh, was ist denn dieser Free-to-Play Piccolo? Ich habe den ein bisschen gefahren, war aber gar nicht gespielt. Ich glaube, der hat Death Buffs. Bekommt gut Hand. Eine gute Hand. Ich glaube, der kann schon was. Das ist ein sehr guter Free-to-Play-Charakter. Der hat jetzt eine komplette Hand gezogen. Was ist deine blaue Karte? Ist das. Kannst du mal Schlagangriff machen, Amigo? Kein Bock. Ist deine blaue Karte Nahkampfangriff oder fern? Alles klar. Ah, da hätte ich drin bleiben können. Ich wusste noch nicht, was es ist. Passt. Digga, kann sein Vater antappen, wie oft noch? Stark. Oh, das hat gekillt. Diggi, the fuck? Ah, ich hab von Giant Ape gar nicht jetzt geschaut. Von Giant Ape, was der für ein Ding hat. Problem ist, dass ich keinen Fernangriff habe auf der Hand wegen Janemba. Jetzt, nice. Hat der Piccolo ignoriert irgendwas? Bitte kein. Da war er! Genau das wollte ich wissen. Das wollte ich wissen. Ah, ja, sein normaler Skin ist besser, jetzt sehe ich's. Ah, war. Fuck, schlecht. Digga, ich hab nicht rausgehört, dass er eine blaue macht. Das war richtig schlecht. Scheiße. Fuck, Mann. Das war richtig schlecht von mir, Alter. Ich hätte eigentlich nur dodgen müssen. Die grüne
ignoriert er leider. Dass er da noch ruhig geblieben ist. Respekt. Natürlich hat er Fernangriffe. Natürlich hat er Fernangriffe. Du dummer Wichser, Alter. Natürlich hat er eine komplette Hand mit Fernangriffen. Natürlich. Dummer Wichser, Alter. Ah, nicht gut. Okay, irgendwie noch gewonnen. Dank Janemba. Nee, ich finde seinen normalen besser. Alt Art von Vegeta-Sten. Ja. Geht. Ich habe jetzt nicht so drauf achten können, tatsächlich. Lass einfach mal nochmal spielen damit. Der Piccolo war aber richtig geil, der Free-to-Play Piccolo. Janembas Altart ist am besten safe. Junior, was geht ab? Alles fit? Altart von LL Uisan ist fresh. Der ist so silbergrau, oder? Ist von den Farben her an Freezer Saga angelehnt. Wie? Achso, ja, doch, stimmt, stimmt. Auf Namek meinst du, ne? Stimmt. Ja, jetzt wo du sagst, safe, safe. Definitiv. Hände zittern, GTA 6. Kakarot hat gegen Fernangriff, ne, der da draußen ist. Ich bin eigentlich gesidestept, Mann. Da komme ich nicht raus, ne. Switching Goku. Es sieht gar nicht mal so schlecht aus, Leute, finde ich. Ich habe ihn nicht getroffen, ich habe damit gerechnet. Aber ich habe trotzdem dann Fernangriff ansetzen können, wie ihr gesehen habt. Das kann man auf jeden Fall so machen. Der andere kann noch nicht rein, ne? Doch! Warum kann der schon rein? Sonst hätte ich RR rausgehauen. Ich will deinen Dodge. Oh no, so nicht. Der Inkswechsel in Great Ape wäre jetzt richtig wichtig. Ah, der ist geliebt. Weil ich dann dadurch sein RR genommen hätte. Oder halt versiegelt für 10 Zeiteinheiten. Es ist jetzt wieder, es ist mittlerweile ein Bot, by the way.
Global ist mittlerweile auch 137. Ja, okay, so schlecht ist nicht sein alternativer Skin. Tatsächlich. Jetzt, wenn ich das so richtig sehe, wieder vor mir. Ist okay. Ist fein. Einfach Key verloren. Schlafen. Bots sind anders gefährlich. Guck mal, einfach ohne Witz, Bot bricht mir einfach die Nase. The fuck? Alter. Schlecht? Ey, was ein Bot, Alter. Hallo? What? Habe ich den schon zweimal in Super in Denken 6 reingeschmissen, dass sein Rise Rush nicht versiegelt war? Anscheinend schon. Bot reicht jetzt aber auch. Imagine, er hat mich weggetappt. Das wäre die Höhe gewesen. Ja, so schlecht sieht das nicht aus. Beim besten Willen, das sieht sogar clean aus. Ich habe am Anfang nicht so drauf achten können. Das war einfach ich, aber mein iPad ist ausgegangen. Kann sein. Senkai von ihm soll sehr gut sein. Sein Senkai gefällt mir sehr, Leute. Wirklich. Ich bin äußerst zufrieden. Und vor allem funktioniert auch einfach in dem Team, in dem ich den gerade zocken will. So. Mit Janemba und Piccolo. Richtig geil. Oh, ich habe jetzt den Skin wieder geändert. So. Ja, mein Hosting, ne? Safe, safe. Gibt euch! Ja! Komm mal her, Alter! Boom! Bam, bada boom, pow! Also, dummer Penner, Alter, hat eine Karte einfach zerstört. Konnte ich nicht mit der blauen abschließen. Aber jetzt, das ist so wichtig, er setzt einfach seine Subcounts um 5 runter. Der Junge ist am Arsch. Er ist einfach wieder ab, seht ihr das? Leute, er ist einfach wieder ab. Das ist so cool, Mann. Piccolo, echt gut getankt, ey. Mir gefallen. Uhu. Oh mein Gott, was ein Damage. Klug. Konnte nicht rausgehen. Ich gehe raus, weil dann bin ich mir sicher, okay, er kann für 10 Zeit dann keinen RR einsetzen. Oh mein Gott. Ja! Komm her, meine Mutter, da komm her.
Alter, aber nicht der. Ich fick. Sorry. Ich nehme den. Ich mache mehr Schaden gegen Blau. Ja! Und der ist tot. Der ist tot. Weißt du, was brutal an Great Ape ist? Er macht ja mehr Schaden gegen Sonfam oder Sayin, war es, glaube ich, ne? Und zusätzlich Blau. Der Charakter, den ich gerade getroffen habe. Oh mein Gott. Der ist in beiden. Also gegen Freezer macht er auch gut Damage. Damn. Ah, ich kann erinnern. Gut. Ich kann nämlich weder Schlag noch Blaue und so blabla machen, weil er das ja kontern würde offensichtlich. Der ist so cool, ey, Great Ape. Great Ape ist so cool. Krank, Alter. Glaubst du, bei Black Clover macht es Sinn für Waffen zusammen, wenn man schon alle Season Chars hat? Nee, ich würde dann für Noel sparen. Du kannst dir eine Skill-Page aussuchen, wenn du den Battle Pass verlässt und ihn kaufst. Das wäre vielleicht eine Option, aber ich würde eher für Noel sparen, wenn ich alle Season-Chars hätte. Hoffentlich kommt ein paar 3 Senker LF Goita Blue für den schönen Abschluss. Mit seinem Senker haben die sich echt mal wieder an was Neues getraut, muss öfter so sein. Das mit dem Rising Rush ist brutal, ne? Dass er da Rising Rush einfach versiegelt. Moin Jimbinas gehabt, jetzt noch ein Ultra Vegeta und dann einmal nach 5 Jahren Vegeta-Fan in der Meta. Hab in Dokkan JP mittlerweile 4 Mille auf dem Radar stehen und 3,7 Links hier gelevelt. Das ist stark, Alter. Gerade erst eingeschaltet, wie ist Great Ape? Great Ape ist brutal. Mach mal wieder eine Liste, was deine Lieblings-Unit dieses Jahr sind, wie damals. Ja, kann ich. Ich will mal nichts versprechen. Ich speichere es mal im Hinterkopf ab. Aber dein Team mein Rank sollte ich mal machen. Problem ist, ich habe gerade offscreen sehr viel zu tun mit dem 5 ins Fragen-Video. Da mache ich immer jeden Tag so ein bisschen was. Deswegen, wenn ich da noch so zwischen so ein bisschen andere Projekte reinballer, wird es ein bisschen schwierig. Lens-Tierlist kann ich auch mal. Ah, Lens-Tierlist. Ja, weißt du was? Ich werde wahrscheinlich. Lens-Tierlist hau ich raus. Bevor Part 2 anfängt nächste Woche. Safe. Lens-Tierlist ist halt. Ich kann sowohl Top 10 als auch verschiedene Tiers machen. Könnte ich machen, safe. Ich finde Legends gerade übertrieben gesund. Also hört sich vielleicht dumm an, aber wirklich. Die Meta ist crazy. Es gibt so viele verschiedene Teams. Also ich finde Legends Meta gerade richtig geil. Okay, Jimbini. Fühlt sich wieder gut an, safe. H3 Ultra schon immer Senkai. Mitte macht wieder übel Spaß. Safe, safe. Ist echt cool. Ja, Janem war geil. Aber genau dann hat es genommen. Puh.
Puh. Ich bin zuerst raus. Ich bin zuerst raus. Game. Ich bin zuerst raus. Ja, klug. Der wirft einfach Piccolo rein jetzt. Moin, Kratos, alles fit. MV17 ruft Piccolo, ne? Der sagt so, Piccolo. Aber das hab ich richtig gehört, ne? Cool. Dammit. Da war ich zu feurig. Ich könnte einfach kombinieren. Wie oft ich den Great Ape rein und raus kann, das ist so geil. Das ist so geil mit dem Charakter. Ah, dammit. Jetzt muss ich aufpassen. Gut, gut, gut. Ja, aber natürlich sofort raus. Wie machen wir es? Oh, nicht so! Klug. Stark, stark, stark. Aber Gott sei Dank tut das nicht festsetzen, ne? Sonst wäre ich einfach down mit Janemba. Da hat er mich mit der Grünen erwischt, ey. Nicht schlecht. Oh, sein Team ist aber wirklich richtig. Also hat viel Sustain. Die sind einfach immer noch mehr oder weniger. What? Full life. Keiner. Oh. Das wollte ich nicht. What the fuck? Das wollte ich nicht. Habe ich meinen Dodge verloren oder habe ich meinen Dodge? Ich weiß gerade nicht. Ich habe ihn verloren. Muss sachte machen. Weil er jeden Moment sein RR raushauen könnte. Boah, ich hatte da so Angst, dass sein RR kommt. Das war jetzt mein Fehler. Meine Leiste ist ab, gefällt mir. Jetzt ist es so wichtig, dass ich, Great Apes, Ability nehme, da, den Rising Rush zu versiegeln, genau jetzt. Genau, Rising Rush Verbot. Easy peasy, kann ich so rausgehen. Gib ihm. Junge, die Ability ist geisteskrank von Great Ape. Für 10 Zeiteinheiten hat er kein Rising Rush. Das war so wichtig. Das war sowas von wichtig. Aber es war nichts gewonnen, weil Beast Grand kann auf jeden Fall einen krassen Comeback hinlegen. Jetzt muss ich aber aufpassen wegen. Das war brenzlig, ey.
Und die grüne von Great Ape funktioniert auf ihn auch nicht. Nein! Oh, mich zum Glück noch hochgehalt, ey. Gib mir einfach deinen Dodge. Oh, der wird ihn leider nicht finishen. Oh! Hajikete Madare! Der hat ihn gefinisht! Junge, krank. Mann, deine Fresse! Oh! Was für eine Faust er dem gegeben hat. Oh mein Gott. Boah. Oh mein Gott, Alter. Great Ape ist verrückt. Der ist richtig stark, ey. Geht das persönlich? Geil. Ey, das waren echt ein paar gute Kämpfe dabei, Mann.